Alle Sterne werden Brunnen sein, mit einer verrosteten Winde. Alle Sterne werden mir zu trinken geben. Ich schwieg. Das wird so lustig sein. Du wirst 500 Millionen Schellen haben. Ich werde 500 Millionen Brunnen haben. Und auch er schwieg, weil er weinte. Da ist es. Lass mich einen Schritt ganz allein tun. Und er setzte sich, weil er Angst hatte. Er sagte noch: Du weißt, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Er zögerte noch ein bisschen, dann erhob er sich. Er tat einen Schritt. Hier, das ist alles. Ich konnte mich nicht rühren. Es war nichts als ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Er blieb einen Augenblick reglos, er schrie nicht, er fiel sachte. Ohne das leiseste Geräusch fiel er in den Sand. Und jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet. Das heißt, nicht ganz, aber ich weiß gut, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt, denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Ich habe vergessen, an den Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, einen Lederriemen zu machen. Es wird ihm nie gelungen sein, ihn dem Schaf anzulegen. So frage ich mich, was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf die Blume gefressen? Das eine Mal sage ich mir, bestimmt nicht, der kleine Prinz deckt ja seine Blume jede Nacht mit seinem Glassturz zu und er gibt auf sein Schaf gut Acht, dann bin ich glücklich und alle Sterne lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder das andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwichen. Dann verwandeln sich die Schellen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich, kann nichts auf der Welt unberührt bleiben, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, eine Rose vielleicht gefressen hat oder vielleicht nicht gefressen hat. Schaut den Himmel an, fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht, ja oder nein? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwandelt. Aber keiner von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das so eine Bedeutung hat.